Okay, so. Turn the lights on. Ja, ja, machen wir. Ich übertreibe auch kein Stück mehr den Fackeln. Nee, nee. Ich habe noch nie mit Fackeln übertrieben. Ja? Gut, okay. Wir haben wieder Melonen, wie ich sehe. Aber wir machen erstmal die Spitzhacke. Ach, der kopiert mir eine angefangene. Warum? Habe ich denn hier noch eine drin? Da ist noch Holzspitzhacke. Leute, wollt ihr mich fragen? Na jo, wenn die eh nur eins kostet, dann kopieren wir uns die einfach. Na, es ist aber blöd. Dann habe ich ganz viele angefangene Spitzhacken. Es ist aber nicht so schön. Halt, ich wollte Melone noch. Das ist ja ein Ding, dann wird sozusagen auch der Zustand des Werkzeuges kopiert. Muss man sich mal überlegen. Ne? Wo kommen wir denn da noch hin? Ne? Setz die Angefangenen zusammen. Ja, die bringen aber nur ein EMC. Das bringt nichts, wenn ich die verheize eigentlich. Eigentlich kann ich die einfach reinkloppen. Wir bauen uns eine neue Spitzhacke. Die muss da rein. So. Ach, Steine hätte ich auch da. Wobei, ich brauche noch mal ein paar Pflastersteine mehr. Eins, zwei, drei. Machen wir es so. Holzer, Holzer, Holzer. Boah, wir haben langsam out of Bretter hier. Sollten wir vielleicht auch noch Bretter produzieren? Nicht hier. Sollten wir irgendwie noch Bretter produzieren? So Safety Zero sozusagen, ne? So, wie viel sind die jetzt wert? Jetzt sind nämlich 11 EMC wert. Da sieht man das, ja? Der zwei Angefangene nebeneinander in den Kraftblock. Das geht? Okay. In den Kraftblock? So, jetzt haben wir uns einfach ein paar so gemacht. In den Kraftblock einfach nebeneinander. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Muss ich beim, also wenn wir wieder in die Verlegenheit kommen, gleich mal ausprobieren sozusagen, ne? Ja, wir sind nicht ganz in der Mitte von den Teilen, wie man hier sieht. Nee, nee, sind wir definitiv. Wir machen es mal hier. Wir machen es mal. Es ist auch wieder so eine ganz unglückliche Wortwahl. Wir machen es mal. Und das auf dem Twitch-Kanal. Leute verstehen da sowieso immer alles falsch, so wie sie wollen, ne? Alte Hausregel, ne? Ändert doch. So, da mal das. Ich muss mal gucken, ob der Trick noch so funktioniert. Es gibt nämlich einen geilen Trick für Sandabbau. Es gibt so einen richtig geilen Sandbautrick. Da muss ich mal sehen, ob der noch funktioniert. Da bin ich direkterweise neu und gierig. Yeah. Ich mach noch mal ein bisschen breiter. Wenigstens ein. Und da unten sehen wir da noch die Insel, die fehlt. Da. Die machen wir dann auch noch. Du meinst den Fackeltrick? Ja, da fackel ich nie lange. Genau den Trick mache ich. Wow, wir haben keine Steinböcke mehr. Okay. Der Fackeltrick. Exo, nimm mal Anlauf und spring auf die Kiste da unten. Nein.
Du willst doch nur, dass ich sterbe. Gib's zu. Ja, ja. Aber sowas von. Yeah. So. Wir haben die ganzen Kakutessen. Wir haben Titte. Wir haben jenes. Aber das Einzige, was wir nicht haben, ist, was da oben ist noch. Ach jo, was ist denn da drinne? Kürbiskerne? Nochmal eine Melone? Obsidian? Okay. Juhu, haben wir auch. Ja, was werden wir wohl mit Obsidian anfangen? Also die meisten Minecraft-Spieler wissen ganz genau, was man mit Obsidian anstellt. Die wenigsten wissen das nicht. So, dann machen wir einfach mal so. Dann weiß ich, aha, hier ist, ja, wir haben es wieder ein bisschen. Obsi fürs Portal, schreibt der Daumelkäfer. Na, ob das so richtig ist, bin ich nicht. Yes, yes, yes. Ich nehme Obsi fürs Portal, also ich weiß. Das wäre ja schon fast so einfach, wenn man daraus ein Portal baut. Gut, wir haben wieder eine Special-Kiste. Das heißt, wir machen hier mal auf. Was haben wir da drin gefunden? Wir haben eine Obsi gefunden, wir haben einmal Melone gefunden, einmal Kürbis und wir hatten da den Sand und die Kakutessen. Vielleicht schon, meine. Ich kenne mich mit Minecraft nicht aus. Was? Meinst du das jetzt ernst oder meinst du das ernst? Oder meinst du das ernst? Meinst du das ernst oder meinst du das ernst? Oder kannst du auch vielleicht ernst meinen? Ich weiß es nicht. Meint er das jetzt ernst oder meint er das ernst? Vielleicht meint er es auch ernst. Oder er meint er einfach so, ja, halt, schreibt das mal so. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Minecraft nicht aus? Okay. Hast du wirklich noch nie Minecraft gespielt? Kakteen heißt die Mehrzahl immer noch. Ich weiß, Daumelkäfer, aber bei mir heißen sie da Kakutessen, ne? Das sind einfach die Kakutessen. Das ist seit Terraria so. Seitdem heißen die bei mir in Let's Plays oder und auch bei Twitch Kakutessen. Ne? Das ist einfach so. Genauso wie bei mir Strom, der Strömling ist der fiese Fisch aus dem Norden. Ne? Auch das ist einfach so bei mir. Ne? Totaler Ernst. Wie der Ernst. Aha. Nie gespielt. Ist ja mal Spaß. Jemand, der noch nie Minecraft gespielt hat. Das ist ja mal. Das ist wie Lego, nur dass die Lego-Steine interaktiv sind. Und wenn man fertig mit Spielen ist, macht man einfach den Computer aus und muss nicht wegräumen. Und man hat keine Verletzungsgefahr. Der 6-2er oder der 6-8er, der kann unterm Fuß verdammt höllisch wehtun. Und Leute, die Lego-Teile zu Hause haben, die wissen ganz genau, was ich meine. Es ist ein Schmerz, der höllischste Schmerz auf Erden überhaupt. Gut, jetzt muss ich mal überlegen. Ich will erstmal gucken, wie das da hinten aussieht. Ich bin so ein bisschen neugierig. Wie sieht's denn da hinten aus? Und vor allen Dingen, wie sieht's denn da hinten eigentlich aus? Wir haben hier mal ein Ei. Wir haben noch ein Ei. Das ist sehr schön, dass wir hier Eier haben. Da haben wir unser... Wow, wir haben sogar schon farbige NPCs. Hoppala, ich wollte dich nicht mit den... Wie konnte man damit interagieren? Ich weiß das jetzt gar nicht. Mit Stift oder Alt? Nee. Oder geht das in der Version noch gar nicht? Na, zumindest haben wir jetzt schon mal... Also wir haben unser Dorf belebt. Das hat schon mal geklappt. Jeder, der mit Lego gespielt hat, kann abends im Dunkeln Ballett tanzen. Genau. Das ist wie jede... Das ist wie eine gute... Rechtsklick. Ja, das mache ich gerade. Aber anscheinend... Ging das in der Version, wie sich dieses Minecraft befindet, nicht? Ich klicke hier gerade rechts und das funktioniert nicht. Linksklick ist hauen, das weiß ich. Aber, nö, die sind gerade sehr uninteraktiv. Es liegt bestimmt an dieser speziellen Version. Okay, gut. Im Dorf zumindest haben wir jede Menge Einwohner. Das haben wir schon mal hingekriegt. Das heißt, das Dorf können wir dann bei Zeiten schick machen. Dann ist schon mal super hier. Gut, das heißt, wir kloppen mal die Eier hier drin. Ist auch gut. Achso, das war der Knochen. Mir sah so komisch aus. So seltsam komisch. Noch ein wenig stumm. Ja.
noch ein wenig stumm. Das sind die stummen Diener. Hm. So, ich bin am überlegen, ob wir unsere Melonenfarm vergrößern, weil dann kriegen wir hier EMC-Werte rein, Leute. Die kriegen dann EMC-Werte rein. Was haltet ihr davon? Vergrößern, nicht vergrößern? Wir könnten die... Ach, da ist übrigens gerade eine Melone gewachsen. Wir könnten die theoretischerweise vergrößern. Da haben wir nochmal mehr EMC. Ach Quatsch, was packe ich denn die da hin? Da sollen die hin. Oder wir bewegen uns jetzt nach unten. Das wäre auch eine Möglichkeit. Also entweder nach unten die letzte Insel holen oder wir machen eine Melonenfarm. Brauchst eine Bibliothek? Dann kann man mit den NPCs Handel betreiben oder was? Wenn ich eine Bibliothek habe. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie viel brauchten da Leder, wir brauchten dafür Ditte, dann brauchen wir wieder Holz. Schilfrohr brauchen wir. Können wir was in Schilfe führen? Der war billig. Wir können da was in Schilfe führen. Oh Gott, ey. Also für den Spruch, also nein. In Schilfe führen. Das ist eine Katastrophe, das kann man nicht sagen, da was in Schilfe führen. Es geht so nicht. Bildung, Bildung, Bildung. Wir brauchen noch ein paar dumme Bürger. Nee, die sind immer stumm. Ja, ja. Die sind immer stumm. Die erzählen nicht viel. Ja, ja, das stimmt allerdings. Die sind immer stumm. Aber eine Bibliothek wäre generell nicht verkehrt. Könnten wir ja uns machen. Aber wie gesagt, was soll ich jetzt als nächstes machen? Erstmal noch weiter die Melonenfarm jetzt richtig bauen, also richtig groß. Oder soll ich dafür sorgen, hoppala, dass wir die letzte Insel, also die hier unten ist, sozusagen holen. Diese zwei Möglichkeiten haben wir. Insel oder Melonenfarm. Tja, schwierige Frage. Ich könnte beides machen. Erst das eine oder das andere. Aber eins muss ich als erstes machen. Ist die Frage, was machen wir als erstes? Melonenfarm oder die Insel da unter uns? Ich würde erstmal EMC sichern, also Riesenmelonenfarm. Aha, Riesenmelonenfarm, okay. Jo. Wenn das als Vorschlag kommt, dann machen wir erstmal EMC sicher und erstmal eine Riesenmelone. Melonenfarm Gigantos. The biggest Melonenfarm of the world. Ja, klingt eigentlich nach einer guten Idee. Diese Idee ist fantastisch. Wollen wir sie auf dieser Seite bauen oder auf der Sandseite, wo jetzt kein Sand mehr ist? Ist natürlich auch die Frage. Würde schon fast tendieren, dass wir es auf der Seite wollen, oder? Eigentlich ist es egal, aber ihr dürft entscheiden, Sandseite oder Steinseite. Also da, wo es schon die Melonenseite ist, oder auf der Seite. Mindestens drei Stöcki. Hä? Drei Stöcki? Achso. FG. Aha. Ja, Kühe vor der Wahl. Also ich würde sagen, machen wir eigentlich auf der Seite hier, weil dann haben wir schon auf der Seite. Wobei es eigentlich egal ist. Das ist eigentlich wirklich egal. Es gibt ja viele Dinge, die nicht so egal sind, aber das ist eigentlich wirklich egal. Bin wieder Sia Exos. Jo, dann ciao, Daumelkäfer. Und ja, danke, dass du reingeschaut hast. Schönen Tag noch. Gut, dann fangen wir mal mit der Melonenfarm an. Wir brauchen Steine. Und das jede Menge. Wir brauchen jetzt wirklich jede Menge Steine, weil wir Steine brauchen. Besorgen wir sie uns mal. Nein, das ist nicht übertrieben. Das ist wirklich nicht übertrieben. Die Fackeln sind vielleicht ein bisschen viel, aber ihr wisst ja, Fackeln sind Fackeln, weil es Fackeln sind. So, das heißt, wir werden nochmal einmal Fackel wieder reinpacken. So, einmal Pflastersteine hierhin, einmal die Fackel dahin. Dann wollen wir hier mal ein paar Backup-Steine einfach mal so reinpflanzen. Dann ist das schon... Ja, wir werden mal ein paar... Steine noch weg losmachen. Falls wir da runterfallen sollten beim Bauen,
Es wird sich ja anscheinend hier gewünscht, dass ich runterfalle. Und deshalb werde ich es nochmal sicherheitshalber ein bisschen wegpacken. So, das Holzwerkzeug brauchen wir jetzt allerdings nicht. Was ist denn das da eigentlich? Das ist eine Rotsteinfackel. Ach, die hatte ich mir durch Zufall einmal mal rausgezogen. Ja. So, den können wir da hinten reinsetzen. Lass mich durch! Danke. Setzen wir mal den hier hinten rein. Danke sehr. Und dann geht's hier weiter. Machen wir hier mal zu. Wir haben schon wieder Melonen. It's a melon time. Das heißt, ich esse die aber jetzt mal. Ich hatte Appetit. Und Appetit tut Not. Dip, 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 dip. Jetzt kommt hier eine riesen Melonenfarm. The biggest Melonenfarm ever. Es wird eine riesige Melonenfarm. Die kriegt ihren eigenen Cluster. Das heißt, die kriegt ihre eigene Möglichkeit der Dingenskirschen. Ihr ist schon hier. Die kriegt ihren eigenen EMC-Tisch nochmal. So, jetzt haben wir es. Ihr kriegt ihren eigenen EMC-Tisch. So. Hoppala. Da muss ich etwas konzentriert sein. Ich bin auch gerade mit der Maus verrutscht. Da unten ist ja noch eine Kiste. Anlauf und ruft. Ellie, Nachtwache, was soll das? Du willst mich doch nicht zum Tode animieren hier, also wirklich. Da ist noch eine Kiste. Ich bin mal gespannt, wie oft der Witz noch kommt. Eigentlich müsste ich die Kiste ziemlich lange da unten stehen lassen. Und wenn ich sage ziemlich lange, dann meine ich auch ziemlich lange. Und dann mal gucken, wie oft dieser Witz kommt. Ja, wie oft dieser Witz kommt. Dann machen wir den zu einem ewigen Running Gag. Ich weiß gar nicht, was da unten drin ist. Das wird dann keiner erfahren. Aber wir haben immer den Running Gag. Da unten ist eine Kiste, spring mal. Ja, da merkt man, wie viel Wertigkeit mein virtueller Gesundheitszustand euch ist. Also daran liegt, auf jeden Fall. Da liegt nicht viel dran, aber Hauptsache er ist gesprungen. Ja, Ellie Nachtwache ist nämlich jemand anderes gewohnt, der auch Minecraft spielt. Und dieser einer, der springt ziemlich oft irgendwo runter und verletzt sich dabei. Das macht er anscheinend sehr gerne. Du kannst dir später eine High-Tech-Sonde bauen, die dann die Insel abbaut. Eine High-Tech-Sonde? Eine High-Tech-Sonde? Ja, pass mal auf, dann mache ich das wie die NASA. Ich schicke dir dann eine High-Tech-Sonde zu Uranus. Genau. Also, Hightech-Sonde. Wobei, Hightech-Sonde, wir sind da wieder fast wieder bei KSP gelandet. Ja, ja. Immer diese KSP-Sache, ne? Wenn das geht. Das weiß ich nicht, ob das geht. Das kann ich auch gar nicht sagen. Jedenfalls, was geht, sage ich erstmal, ich gehe erstmal kurz ins Bett. Genau, weil es wird dunkel. Und wenn dunkel ist, ist draußen kälter dunkel als nachts draußen. Da wollen wir uns mal der Melon hier holen. Melon, Melon, Melon. It is Melon Time. Minecraft KSP Mod. LOL. Wir könnten uns... Ich hab ne Idee. Wir bauen uns so einen kleinen Weltraumhafen. Was haltet ihr davon? Wenn wir uns hier einfach in KSP so einen kleinen Weltraumhafen bauen. Mit so einer kleinen Rakete, die so auf der Abschussrampe steht. Hä? So Startrampe. Hä? Das, was ist denn das? Unnamed. Chestcar. Was es hier alles gibt. Ein goldener Apfel. Eisenbeinschienen. Ach, so grüne, neue, schöne Sachen. Ja, das wäre doch fast eine Idee. Dann bauen wir uns so eine Art Cape Canaveral in so Minecraft.
Du baust dir später deine Van Brownie. Die Van Braun in Minecraft. Die gute alte Van Braun. Ich bin übrigens noch am Überlegen, ob ich jetzt zum KSP-Thema noch ein Spezialvideo drehe. Wenn ich schon jetzt aktuell nicht KSP spiele, wie ist ein KSP-Spezialvideo? Das wird dann so im guten alten Sinne der Space Knight sein. Und da habe ich auch nochmal was vor. Ich muss nur gucken, wie ich das realisiere. Ich habe sowieso so viel vor. Ich habe so wahnsinnig viel vor. Ich habe sogar noch dieses Jahr noch so einiges vor. Es wird der Wahnsinn. Das Problem ist, der Tag hat nur 24 Stunden. Man muss irgendwann mal schlafen, man muss irgendwann mal essen. Man muss irgendwann mal auf die Toilette. Und das frisst bekanntlicherweise auch Zeit. Jeder, der mal auf Toilette weiß, der weiß, was so eine lange Sitzung mal machen kann. Ja, ja. Da muss man halt schauen, was Sache ist, ne? Ich muss ab und zu mit der Augen zwinkern, das ist das Problem, weil meine Augen trocknen aktuell immer so ein. Die haben immer so einen Juckreiz. Das ist ganz übel. Die typische Heizsaison, hä? Also statt Harald Lechs Space Knight, dieses Exo Special Space Knight, XD, ja, fast rum. Ich habe aber noch für 12 Monate geplant. Exos Ende 2016. Naja, das könnte ungefähr sein. Das Problem ist bei mir nämlich wirklich, ich habe immer extremst viele Ideen. Wo andere YouTuber versuchen, diese extremst viele Ideen mit möglichst langer Laufzeit zu strecken. Ne? Weil die meisten haben ja keine Idee. Die machen dann Schminkkanal und dann lassen sich ein paar Produkte schicken. Er ist super innovativ. Und das strecken die dann eben wirklich auf 36 Monate, diesen Inhalt. Ja. Und bei mir ist das meistens immer das Problem, ich habe immer viele Ideen und ich weiß nicht, wie ich sie am besten immer realisiere und dann halt die Frage auch der Zeit halt immer die Sache. Ja, ja. Viele dieser Ideen muss ich halt leider verwerfen, weil sie einfach Zeit fressen. Aber diesen normalen Raumhafen, den können wir mal machen, das ist eine gute Idee. Die Van Braun ist geil eigentlich, es wäre eigentlich so geil, die Van Braun, ein KSP, so mäßig so schön nachgebaut, ja, hier so in Minecraft, es hätte einen Reiz, es ist aber ein sehr aufwendiges Ding, das ist wirklich sehr aufwendig, also diesen normalen Raumhafen, den kriege ich hin, das ist easy, also das kann ich mir sehr gut vorstellen, ja, das funktioniert, das macht sich, ja. Aber das andere, das ist ja dann die Hölle. Wenn ich alleine schon im Kopf überlege, und das ist ja das Problem, ich überlege mir sowas gleich im Kopf, wie sowas dann realisiert werden könnte. Das ist ja ein riesen Mammutprojekt. Das ist ja, da sitzen wir ja, also mindestens, wenn ich noch länger dran. Ja. Also es ist ja, da muss ich eine Menge EMC haben. Und die EMC muss dann schon fast halbautomatisch laufen. Das heißt, ich müsste mir eigentlich eine Melonenfarm bauen, die automatisch funktioniert. Heißt mit Pistons. Ne? Das heißt, ich müsste mir eigentlich Pistons reinbauen in die Melonenfarm. Und dann halt mit Wasserflow-Kanäle arbeiten und dann die ganzen Dinger einsammeln. Das ist die Hölle. Und dann schön die ganzen Dinger einsammeln. Wobei, theoretischerweise müsste es doch in diesem Mod auch, glaube ich, solche Kollektoren geben. Ich habe doch da gesehen, dass da jemand Kollektoren gebaut hat. Da muss ich mir erstmal gucken, wie das überhaupt funktioniert. Ach, grüne Neune, das ist ja... Oh Mann, da müssen wir aber EMC sammeln, Leute. Das ist dann schon fast unerotisch. Ja? Pistons ohne Ende. Das ist richtig krass dann. Da muss ich mal sehen, wie wir das hinkriegen. Mann. Van Braun. Also was ich auf alle Fälle nochmal bauen will, aber diesmal ein bisschen größer, das wird bestimmt wieder ein Zeppelin werden. Ja, ja. Ich hatte ja in meinem Let's Play damals ein Zeppelin gebaut. So ein schnuckliger kleiner.
der Ballon, also die Zigarre oben, die war eigentlich viel zu kurz. Also sehr klein war der und man konnte es erkennen, dass es halt ein Zeppelin war. Aber mal so eine richtig schöne Umsetzungsgröße, das wäre eigentlich ganz nett. Dann könnte man die Hindenburg bauen. Dann haben wir eine Van Braun, wir haben eine Hindenburg dann. Oh Gott, das wäre so hart. Das wäre so hammergeil. Das wäre so hammer. Und am Ende gebe ich das zum Download frei. Das wäre krass. Eine dann zum Downloaden. Alter Feind. Das wäre richtig hardcore. Naja, müssen wir mal überlegen. Das ist dann nicht mehr easy. Das ist dann mega aufwendig. Das darf man dann nicht vergessen. Das ist dann wieder eine ganz neue Kategorie da, ne? Das ist dann schon ein Megaprojekt. Das ist es dann, ne? Kannst doch ganz relax am mega langen Projekt im Hintergrund behalten, ne? Immer so nebenbei. Ich verstehe schon. Oh, ihr seid geil drauf, oder was? Kann das sein? Kann das sein, dass ihr auf sowas geil seid? So ein richtiges großes Dingens? Also wenn wir ein richtig großes Dingens machen, dann sollten wir echt überlegen, was wir machen. Ob es wirklich eine Van Braun wird oder vielleicht was anderes Heftiges. Das ist natürlich die Frage, wa? Weil bei der Van Braun wird es schwierig, so einige Baupassagen hinzukriegen. Wenn ich mir so überlege, da wird einiges kompliziert werden. Also von der Umsetzung her, dass es auch einigermaßen gut aussieht. Ein Zeppelin ist da schon ein bisschen einfacher. Klar, Grenzen sind zum Dehnen da. Exos, rat mal, was ich gerade zocke und mir denke, ich werde nie erwachsen. Deswegen höre ich auch nur mit einem Ohr hier zu. Was du gerade zockst, was könnte denn das sein? Entweder ist es Minecraft. Könnte aber auch Minecraft sein. Oder es ist... Also wenn man nie erwachsen wird, dann könnte es auch vielleicht Hello Kitty Online sein. Ich habe schon ein paar Mal überlegt, ich sollte wirklich Hello Kitty Online spielen. Der Witz ist, ich habe schon sehr viele Witze über dieses Spiel gerissen. Ich habe es aber selber nie live gesehen, wie es aussieht wirklich. Ich kenne nur hier und da ein paar Screenshots oder so. Ich sollte mir mal Hello Kitty Online spielen. Oh Gott. Ich sehe meine Männlichkeiten dahin gehen. Oder die wachsen eher dann. Kann natürlich auch sein, so nach dem Motto. Mensch, der ist so manns hier noch, der spielt sogar Hello Kitty Online. Kann schon sein. Ja, was könntest du denn noch sonst zocken? Vielleicht hier diesen Dingens Kirschen hier. Hier mit diesen Theme Park Dingsbums, ne? Was? Es gibt Hello Kitty Online? What the fuck? Ich muss es spielen. Ja, dann hau mal rein, ey. Hello Kitty Online. Naja, dann spielst du das schnucklige kleine Katze. Ja, wir brauchen Steine. Wir brauchen eindeutig Steine. Was ganz krass sein soll, ist dieses, das Pony-Spiel. Besonders das hat nur am Anfang was mit Ponys zu tun hat. Ein Pony-Spiel? Nur mit Ponys? Also noch geiler wären natürlich so Einhörner oder sowas mit Regenbogen und so ein Zeug. Das wäre natürlich noch geiler. Einhörner. Ich habe noch ein Einhorn in der Garage. Ja, du bist Putin, ich hab's rausgefunden, ja. Ein Einhornspiel. Einhorn, Zweihorn, Dreihorn, Vierhorn, Fünfhorn. Ja. Und gute Nacht. Ja. Na, noch nicht ganz. Wir müssen auch die Melonen machen. Die machen wir auf jeden Fall wieder. Eigentlich ist das eher ein Hackerspiel. Ach, dann weiß ich, welches du meinst. Das hier mit dieser Pseudo ein bisschen ASCII-Grafik, wo das Spiel eigentlich eher so harmlos nett anfängt, aber eigentlich ganz evil ist. Ist es das, was ich meine? Das nennt sich Pony Island oder irgendwie sowas, wa? Ist es das? Meinst du das? Kann das sein, dass du das meinst? Es könnte schon sein, dass er das meint. Weil das ist wirklich ganz übel, das Ding. Habe ich auch schon mal überlegt. Sollte man mal Pony Island spielen? Das ist garantiert kein Spiel für Mädchen. Wow, jetzt haben wir noch mehr Energie drin. Was gibt's denn jetzt hier Schönes? Eine Goldschaufel. Soll super sein. Ja, ich weiß nicht wirklich, ob es super ist. Ich hab's noch nie getestet.
Es soll zumindest ganz schön evil sein, das Teil. Es soll ganz schön evil sein.